Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei eurem MacBook einrichten könnt, dass ihr das MacBook mit der Apple Watch entsperrt. Touch ID hat er schon und in dem Fall wollen wir jetzt noch Apple Watch aktivieren. Wir gehen einmal unten auf Systemeinstellungen, gehen auf Sicherheit, das haben wir hier. Und dann gehen wir einmal auf Allgemein. Und dann habt ihr hier diesen Punkt. Wichtig ist, den gibt es erst ab einer bestimmten Generation von MacBooks. Das habe ich gerade leider nicht komplett im Kopf, welche Version. Aber in dem Fall braucht ihr eine bestimmte Version, Hardware-Version. Ich glaube, es war Bluetooth 4 oder 5, dass das überhaupt geht. Das heißt, ihr macht jetzt einmal hier einen Haken rein. Dann fragt ihr einmal nach eurem Kennwort. Das gebt ihr kurz ein. So. Jetzt kommt aktivieren. Hier die Apple Watch, dann testen wir es jetzt gleich mal. Machen wir einmal in Ruhezustand. So, dann wecken wir einmal wieder auf. Dann kommt der Button mit der Apple Watch entsperrt. Und ihr seht, die Anmeldung ist direkt durch und ihr müsst nicht Touch ID benutzen. Das heißt, wenn er im Ruhezustand ist, könnt ihr einfach dann auf den Knopf drücken, dann fährt er wieder hoch und dann kommt der Button bzw. das wird das angezeigt auf der Apple Watch. Somit müsst ihr das Kennwort nicht mehr eingeben. Ja, das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und einen Daumen hoch, würde ich auch freuen. Dankeschön!